Sussul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei unserer Fae. Ups, was ist denn das da? Was zur Hölle war das gerade? Ein Grafikbug, sehr interessant. So, ich will mal schauen, dass ich, oder ob ich heute mich noch um die restlichen Tiere kümmern kann. Ah, der eine verbuggt ist anscheinend weg. Dann werden wir den hier mal noch warmherzig begrüßen. Emma hat Hunger. Oh, guck mal da, wie geil da hinten einfach mal die Toilette die Kacke von der Katze zerschießt mit Laseraugen. Red benimmt sich irgendwie merkwürdig. Ich glaube, irgendetwas stimmt da nicht. Könntest du ihn dir bitte ansehen? Natürlich können wir das. Ja gut, die nehmen wir jetzt noch an. Das war jetzt aber dann die letzte. Ja, ihr kriegt gleich noch was zum Mampfen. So, dann werden wir uns nämlich jetzt noch um die beiden Tiere kümmern. Oh Gott, wie sieht denn der aus? Er schlabbert aus dem Maul. Oh Gott, ne Stress. Oh Gottele. Tier besänftigen, Tier beruhigen. Oh je. Armer schwarzer Kater, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber er ist ja gar nicht schwarz. So, jetzt ist er ruhig. Quatsch, hier. Hallo Emma. Wir untersuchen den Mund. Ah, ups. Brechen und hohe Temperatur, genau. Dann untersuchen wir vielleicht mal noch die Atmung. Okay, unkontrollierte Sabbern. Sumpfmaul, okay. Wird mit der Placebo-Essenz geheilt. Ah. Habt ihr gesehen, wie schön sich der Besitzer gefreut hat? Wie war es jetzt? Ist dann noch eine angekommen? Sie war aber zuerst da. Sie wird jetzt warmherzig begrüßt. Das sind jetzt aber wirklich die letzten beiden. Weil wenn die durch sind, dann würde ich gerne mal mit euch und Fred und unserer Lotte auf diese Streunerinsel drauf. Denn ich würde gerne auch mal noch einen Streuner adoptieren. Doc macht irgendwie einen kranken Eindruck. Kannst du ihn bitte untersuchen? Na klar. So. Wie, der ist jetzt schon ungeduldig. Weil wir wollen ja auch mal... Oh, Doc ist so süß. Doc ist wirklich total knuffig. Oh Gott. Oh Gott, wir messen die Temperatur. Er hat rote Pfoten da. So. Heiße Pfoten. Genau, wir untersuchen also auch noch Haut und Fell. Mhm. Ist total süß. Trockene Nase haben wir rausgefunden. Wir untersuchen den Mund und dann sollten wir, glaube ich, ihn mal ein bisschen beruhigen. Hm. Aber ich weiß nämlich da jetzt echt nicht, was hier was wie bringt. Oh. Alles gut, Doc. Alles gut. Jetzt ist er wieder ruhig. Und jetzt untersuchen wir noch seine Ohren. Okay, das hat nichts gebracht. Untersuchungsergebnisse. Untersuchen. Wir untersuchen die Augen mal noch. Aber immerhin hat ihn das jetzt gerade gar nicht gestresst. Okay, also Leckerchen erkennen kann er noch. Entzündete Niedlichkeitsdrüse. Was zur helle Hölle? Oh Gott, helle Hölle. Pyrokrallen. Was ist denn die entzündete Niedlichkeitsdrüse? Auf jeden Fall hilft der Antipilzspray. Oh Gott, EA, ich liebe euch für diese Krankheiten. Es ist so awesome. So, ist jetzt der andere Besitzer noch da? Nö. Der ist weg.
Ja, super. Dann kann ich ihn auch nicht behandeln. Dann würde ich hier für heute schließen. Immerhin, 2,5 Sterne haben wir jetzt. Wir haben 825 Simoleons Gewinn gemacht. 35 Stunden hatten wir geöffnet. Ups. Okay, in 35 Stunden nur 5 Gäste bedient, das ist natürlich auch etwas schwierig. Ja, der Umgang mit Patienten wird aber hochgelobt. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt alle nach Hause. Zu Hause können Emma und Fred dann auch was mampfen. Und ich hatte einen sehr guten Tipp bekommen, dass ich vielleicht gucken kann, ob ich die Vermisstenanzeige von Fred zurücknehmen kann, auch am Handy. Vielleicht wird er mir ja dann nicht mehr ausgegraut angezeigt. Das werden wir definitiv mal ausprobieren und mal gucken, was dabei dann passiert. Wie oft habe ich jetzt diese dämliche Zurückkommen-Melodie schon mitgesummt? Warum können wir ihn nicht auffüllen? Faye kann sich das nicht leisten. Oh shit, warte mal. Wir müssen hier mal ein bisschen umschichten hier. Haushaltsbudget. 500 Simoleons. Dann wird das aufgefüllt. Sie nimmt sich noch... Oh, Hausmanns Futterrezept kochen. Fischkuchen und Rindfleisch und Hühnchen. Mit Rindfleisch und Hühnchen oder Fleischknochen. Okay. Ja, ne, das macht sie sich selber. So, dann kann sie noch einen Joghurt essen. Einfach nur ganz schnell. Und, genau, dann haut sie sich jetzt ins Bett. Und morgen gehen wir dann mal auf die Streunerinsel, dass wir vielleicht mal noch ein weiteres Tier adoptieren können. Ich hatte ja erzählt, dass ich entweder mit Fred oder mit Emma züchten möchte. Und da gucken wir dann mal, was wir finden. Ob wir entweder einen Blick auf einen schnieken Rüden werfen oder einen Blick auf eine süße kleine Kätzin. Wir können natürlich auch nochmal am PC schauen. Aber einen Streuner zu sich holen wäre natürlich auch eine coole Sache, ne? So, hier jetzt erstmal schauen. Plaudern mit. Ehrenamtlich tätig werden. Nein. Nein. Irgendwie kann ich es nicht zurücknehmen. Kann ich am PC irgendwas zurücknehmen? Sieht jetzt auch nicht unbedingt so aus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Was will sie machen? Mit einem Hund spazieren gehen? Das können wir vielleicht gleich machen. Und ein Quietschspielzeug kaufen. Und warum hängt sie jetzt da oben und versumpft? Ach so, weil ich das Spiel pausiert hatte. Das ist natürlich eine gute Erklärung. So, das machen wir jetzt hier alles mal ein bisschen schneller, damit wir diese Folge eben auch noch schön uns in der Nachbarschaft umschauen können. Das haben wir ja noch gar nicht so großartig gemacht, leider bislang. War? Die Geekcon, nee, die ist gerade uninteressant für mich. Oh, hier, das spülen wir mal ab. Und eine Geschichte erzählen. Ah. Er wäre vielleicht auch interessant, aber ich glaube, Brand Hacking ist, glaube ich, schwul, oder? Ich glaube, der ist schwul. Das heißt, okay, man kann ja natürlich auch ganz easy aus einem Schwulen einen Wettbewerb auf der Geekcon. Nee, heute nicht. Wir wollen heute mal in die Nachbarschaft. Du kannst rein theoretisch gerne mitkommen, wenn wir die Nachbarschaft erkunden. Wow, 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 wow. Nein, wir ermutigen ihn gleich mitzukommen. So, reisen. Mit Justin Delgato. Oh, Lotte könnten wir auch mitnehmen. Mit Emma. Ja, und Fred ist wieder nicht dabei, weil Fred ja eigentlich gerade offiziell nicht mehr zur Familie gehört. Laut
Sims-Anzeige unten, was ein bisschen doof ist. Und dann können wir gleich noch wieder rufen. Genau, hier möchte ich nämlich hin, zur Seegrasinsel. Vor der Seegrasinsel ging einst ein Schiff auf mysteriöse Weise unter. Heute befinden sich dort der berühmte Leuchtturm, Brindleton Light und die größte Ansammlung einheimischer Streuner. Seit kurzem gibt es jedoch Gerüchte über seltsame Besucher nach Sonnenuntergang. Gut, jetzt gehen wir natürlich vor Sonnenuntergang dahin, aber nach Sonnenuntergang können wir ja auch mal dahin gehen. Ist ja auch kein Thema. Wir müssen ja nicht alles instant und sofort machen, dann wäre es ja auch langweilig, dann hätten wir ja nichts mehr zu tun. Nüschte mehr, ne? Oh, ist das schön. Oh, ist das ein Restaurante? Ach nee, es ist das Museum. Ich bin ein Idiot. Oh. Ein Pier, dann ist die Welt zu Ende. Ist das schön. Ist das wunderschön. Könnten wir rein theoretisch auch hier drauf? Ja, anscheinend könnte man da drauf. Oh, das ist ja nice. Nach oben. Oh, awesome. Wen haben wir denn schon mal hier? Das sieht doch schon mal ganz nett aus. Henry. Okay, nein, das ist ein Kater. Mit Kater und Kater kann man keine Kätzchen machen. Schlecht. Das funktioniert noch nicht so ganz. Wen haben wir hier hin? Das ist Rosie. Rosie ist doch eigentlich schon mal ganz süß. Aber sie hat so ein Knautschgesicht. Grabentier auf Erkundungstour schicken können wir aber nicht. Oh, da bin ich. Da hinten ist Fabi. Da ist wieder Henry. Da ist wieder Rosie. Also dafür, dass sich hier eine große Ansammlung an Tieren befindet, haben wir hier aber relativ wenig Tiere irgendwie. Nein, wir suchen gerade nach Tieren. Oh, schön. Oh, da ist doch auch noch eine Mieze. Das ist Frankie. Auch wieder ein Kater. Oh, ist das ein Tierfriedhof? Friedhof der Kuscheltiere hier. Wow, das ist aber eine sehr, sehr schöne Insel. Total toll, so verwinkelt und echt klasse. Ja, es ist ein Tierfriedhof. Okay, dann wissen wir wohl auch schon, was hier nach Einbruch der Dunkelheit so kommt. Wer bist du? Ach, das war Frankie. Ja. Und wenn wir uns doch einfach mal Rosie schnappen? Rosie war ja sonst auch eigentlich süß. Aber sag mir mal, wie ein Streuner einen Pulli anhaben kann. Dann haben wir hier, das ist Kitty. Eine erwachsene Streunerin, denn die wäre doch auch was. Die freundlichste Art, sich vorzustellen. Guck mal, da ist Fred. Wärt ihr nicht was füreinander? Los, hinterher, hups. Nur aber. Oh, sie schläft. Wie meinen sie jetzt aufzuwecken? Was ist denn mit ihr? Ein großes Leckerchen geben, mit Laserpointer spielen, loben vielleicht, kennenlernen, streicheln. Dann geben wir ihr ein großes Leckerchen.
Wir haben immer noch einen Kackhaufen im Inventar. Ach, wir gucken, wir kennen Henry ja sogar schon. Ah, ich dachte, du hättest das gelernt, Emma, dass du dich ja so nicht wälzt. Kitty ist flauschig. Ihr kurzer Schwanz gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Was hat sie denn? So, sie haben Freundschaft geschlossen. Adoptieren! Das Süßeste, was einer Beziehung passieren kann. Wir können sie auch bürsten, weil sie flauschig ist. Wir lernen sie erstmal noch ein bisschen kennen. Entweder ruft sie nach einem Kater und sie ist rollig oder sie mag unsere Fay ganz gerne. Oh, Fred. Oh. Also sie scheint sich ja ganz gut mit Fay zu verstehen, ne? Oh, ist das süß. Sie ist eine Hübsche. Sie ist eine total Hübsche. Adoptieren, adoptieren. Bitte lass es klappen. Ja, 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 ja. Wir möchten es wirklich adoptieren. Adoption abgeschlossen. Wir lassen es bei Kitty. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein Tier zu deinem Haushalt hinzugefügt. Kitty! Simstagram-Tier, das ist doch ein süßes Bild. Ja, durch die Beine durch. Oh Mann, was ein Bild. Wir zoomen mal noch ein bisschen aus, dass wir das alles drauf haben. Der Tag der Adoption. Ich hätte das gerne, dass die Herzen rot sind und der Rest aber der Rest schwarz-weiß, das wäre cool. Aber das kann ich ja hier so nicht machen. Das müsst ihr dann tatsächlich selber am PC nachbearbeiten. Das ist aber ganz hübsch. Kitty hat 23 Simstagram-Follower dazu gewonnen. Was? Was? Fred hat ein wildes Eichhörnchen in einem Pfotengemenge besiegt? Was zur Hölle? Kann ich denen irgendwie sagen, dass sie sich anfreunden sollen? Oh, Kitty ist müde. Oh, ich werde hier definitiv aber das ausziehen. Maximal was anderes verpassen. Das ist schon Querformat. So, jetzt ein ganz bisschen ranzoomen. Das ist ein schönes Licht. Ach ja, lassen wir es erstmal bei den Bildern. Oh, Errungenschaft. Simstagram-Ansteiger. Sammle 25 Follower auf Simstagram. Belohnung. Kitty hat Aufmerksamkeit erregt. Flotte Pfotenprodukte hat ihr als aufstrebendes Simstagram-Star ein kleines Präsent für ihre außerordentlichen Bilder gesandt. Sieh in dein Haushaltsinventar und fahre mit der hervorragenden Arbeit fort. Sie hat 100 Simstagram-Follower dazu gewonnen. Meine Güte, das ist krass. Das ist echt krass, aber wir wecken sie gleich trotzdem mal auf. Oh, ein Quietscheentchen haben wir bekommen.
Weil ich will sie unbedingt hier zur Paarung ermutigen mit Henry. Ach so, weil sie die anderen beiden nicht kennen. Fred und sie. Oh, mir fällt gerade auf, dass ich den Testing-Sheets-Dings noch drauf habe. Egal, dann, wer ruft denn da draußen so? Seit wann geht das denn? Seit wann sind denn Cheats dauerhaft aktiv, solange bis man sie ausschaltet? So, weil ich will hier unbedingt dieses schreckliche Outfit ausziehen. Das geht gar nicht. Naja, also ich glaube, ich würde die... Ja, du Krieger. Sushi Cat. Oh, das hier ist ja... Das ist ja schon wieder total süß irgendwie. Aber sowas bekommt sie nicht an. Sie bekommt ein Halsband. Oder einen Heilkopf. Nein, Quatsch. Das machen wir mal vielleicht mit einem Glöckchen. Aber Glöckchen sind ja eigentlich machen Glöckchen Katzen ziemlich kirre. Eigentlich ist das nicht unbedingt so toll für Katzen. Ist eigentlich ein bisschen zu groß für sie. Dann nehmen wir doch das Glöckchen. Vielleicht so. Was haben wir hier bei den Textilen? Das ist ja auch süß. Oder man nimmt so eins. Das ist schon auch sehr schick, ne? Das steht hier sehr gut. Zuchtnamen eingeben? Eigentlich ist sie ja keine Zucht. Sie ist ja ein Streuner. Kitty ist ein Mischlingskätzchen. So. Sie guckt so fragend rein. Ach, sie ist süß. Ich glaube, wir haben damit eine ganz gute Partnerin für Fred gefunden. Jetzt müssen die beiden sich nur noch anfreunden und ja, dann läuft die Chose. Irgendwann. So. Sie ist echt eine ganz hübsche. Sie will mit einem Laserpointer spielen. Sie ist anspruchsvoll. Stopp, dann bleib doch hier. Oh. Da oben ist Emma. Nicht das beste Bild, aber schon irgendwie schön. Wir nutzen mal das hier. So, wie viel hat sie jetzt dazu gewonnen? Nochmal 22. Oh, da ist Fred. Dann wollen wir von Fred auch einen Instagram-Star machen. Oh yeah, das Bild ist awesome. Leute, das Bild ist richtig awesome. Das gefällt mir echt gut. Machen wir noch in dem Licht. Sieht auch toll aus, schön warm. Habe ich das hier schon gemacht? Machen wir jetzt einfach nochmal. Und wir machen noch ein Schwarz-Weiß-Bild.
Er hat keinen, doch, 20 Instagram-Follower. Oh je. Aber mittlerweile sind alle unsere Tiere ein bisschen bockig. Ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Blick in den Sonnenuntergang bzw. in die Abendstunden auf der Insel hier verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und oh, ist das herrlich. Und ja, damit macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!